Ich bin Mia. Eine ferne Welt, doch sie scheint so nah. Und jetzt fliege ich durch den Wind von Zentopia. So schön wie ein Bild, das kein Mensch versteht. Wie ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Ist dies noch ein Traum, eine Fantasie? Doch ich fühle mich so stark und so frei wie nie. Wie ein helles Licht in der Dunkelheit. Auf dieser Reise werden Helden gemacht. Komm und flieg. Das ist Florenz, eine der schönsten Städte der Welt. Es gibt Leute, die sich nichts sehnlicher wünschen, als hier zu sein. Ich gehöre nicht dazu. Heute ist mein erster Tag in der renommierten internationalen Schule in Florenz. Die meisten Kinder wären begeistert über so eine Chance. Aber meine Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Und bald wird sie sich noch mehr verändern. Du wirst in dieser Schule viele nette Leute kennenlernen. Ja, da bin ich sicher. Ja, wirklich? Ich schau mal, ob ich das Büro der Direktorin finde. Dauert nicht lang. Du wartest hier auf mich. Bin gleich wieder da. Hör auf! Gib es zurück! Bitte! Ich kann... Gib es zurück! Wen haben wir denn da? Und was soll das Halloween-Kostüm? Und Halloween ist doch schon Monate her. Danke, dass du das Buch aufgehoben hast. Mia! Komm, Schatz, die Direktorin wartet auf dich. In keiner der 6 Schulen in den letzten 4 Jahren hat sie an außerschulischen Aktivitäten teilgenommen. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Schüler sich dafür interessieren. Aber in Sprachen ist sie sehr gut. Sie hat mit ihren Eltern die ganze Welt bereist, bevor sie den Unfall hatten. Eine neue Sprache lernt sie im Handumdrehen. Mia? Ich weiß, du hast schwere Zeiten hinter dir, Kind. Das mit deinen Eltern tut mir wirklich leid. Das alles hier im Internat muss dir wie eine fremde, neue Welt vorkommen. Aber ich glaube, dass eine ganz neue Welt genau das ist, was du jetzt brauchst. Oh, das Zimmer ist schön. Findest du nicht auch mehr? Wenn ich von meinen Schuhen auch nur ein einziges Paar in deinem Schrank finde, kannst du dich wirklich auf was gefasst... Wow. Deine neue Zimmernachbarin ist wohl angekommen, Paula. Wir haben sowas von gar nichts von dir gehört. Ich bin Violetta. Und bestimmt werden wir noch die besten Freundinnen. Oder auch nicht. Es wird einfach alles etwas dauern, Schätzchen. Du musst nur Geduld haben. Das haben mir deine Eltern für dich dagelassen. Weißt du, sie wollten es dir zum Geburtstag schenken, aber
Ich will es dir schon jetzt geben. Ich muss jetzt noch mal zurück ins Büro wegen der ganzen Unterschriften. Und danach komme ich, um mich von dir zu verabschieden. Die Legende von Zentopia. Oh, das hatte ich schon alles ganz vergessen. Die ganzen Runen. Gute zum Geburtstag, Schatz. Erinnerst du dich an Zentopia? Jetzt ist es ein besonderes Spiel nur für dich. Dad hat mir ein Spiel gemacht. Ich bin Mia. Was soll das bedeuten? Ich bin Mia. Das ist ja seltsam. Ist das hier? Oh, Zentopia? Das ist ja total... der Wahnsinn! Nein, warte. Das ist völlig unmöglich. Aber es ist so wunderschön. Ach du liebe Güte! Was ist denn mit mir passiert? Nicht übel, wie ich aussehe. Der Rock könnte ein bisschen länger sein. Oh, ich hab ja Flügel. Das glaube ich einfach nicht. Ich hab allen Ernstes Flügel. Ich bin eine Elfe. Das bedeutet, dass ich fliegen kann. Ich schaff das schon. Ja, ja, ich fliege. Oh, oh. Na gut, das mit dem Fliegen klappt doch nicht. Hallo? Hey! Wartet! Wartet doch! Wo sind Sie hin verschwunden? Meine Güte, so etwas Schönes habe ich noch nie gehört. Bah! Sowas habe ich ganz bestimmt noch nicht gehört. Warte, warte! Ich versuch's einfach nochmal. Kurzelschnutz. Ich schwöre dir, zu Hause hat's noch geklappt. Ich wusste gar nicht, dass Pane sprechen können. Klar können wir sprechen. Miteinander. Es ist nur absolut verboten, mit anderen zu reden. Warte Sekunde. Du bist ja jemand anderes. Böser, böser, böser Vater. Hey, ich sag's nicht weiter. Wirklich? Oh, das ist ja schrecklich nett von dir. Hier, folge mir einfach hier entlang. Aber falls jemand fragt, ich habe kein Wort mit dir gesprochen. Das dürfen wir nämlich nicht. Pane mischen sich niemals und nirgends ein. Hier bin ich gelandet. Ganz genau.
Vielleicht gibt es irgendetwas Besonderes hier in der Nähe. Was Besonderes? Wo? Was ist denn da passiert? Ein Einhorn? Das glaube ich einfach nicht. Ein echtes, lebendiges Einhorn. Warum hilfst du ihm denn nicht? Ich bin ein Pan. Die Rettung der Einhörner ist Aufgabe der Elfen. Na gut, und wo finden wir einen Elf? Oh, du meinst mich? Komisch. Hast du gerade gesagt, sei vorsichtig? Das klang aber nach los, beeil dich. Ja? Das ist ja der Wahnsinn. Weißt du, dass du kannst mit Einhörnern reden? Ja, wie es aussieht schon. Sag doch noch was. Ach, stimmt ja, ich soll mich beeilen. Voll krass. Meine Güte, bist du schön. Lyria? Hallo, Lyria. Mein Name ist Mia. Wirklich? Du bringst mich überall hin? Es gibt so viel, das ich sehen will. Die Wasserfälle, die wilden Drachen, die Einhornfelder. Der Elfenpalast. Kannst du mich dahin bringen? Danke, Fadel. Wir sehen uns bestimmt noch. Ist schon gut. Ich bin hier super aufgehoben. Ist ja nicht so, dass mich jemand nach Hause bringen müsste oder sowas. Ich hasse theatralische Abschiede. Mach's gut. Das ist bestimmt wieder das Werk dieser aufdringlichen Elfen. Oh, was soll ich jetzt nur Panthea sagen? Zentopia sieht genauso aus wie im Buch. Mein Papa hat mir früher jeden Abend ein Kapitel vorgelesen. Er nannte es Mias magische Stunde. Es ist so wunderschön hier. Ich will einfach alles erkunden. Wow! Da sind die Wasserfälle der Wehmut. Und da das bunte Blumenfeld. Und die ungleichen Hügel. Komisch. Ich habe gedacht, die wären viel ungleicher. Und wo ist der Elfenpalast? Da ist er ja. Das ist ja total abgefahren. Da drin muss es traumhaft schön sein. Was heißt das nicht wirklich? Wartet hier. Ich übernehme die volle Verantwortung für das Scheitern unserer Mission. Eure Majestät. Du hast mir bis heute Mittag ein Einhorn versprochen. Es tut mir leid, Königin Panthea. Es war nicht meine Schuld. Das waren die da. Die sind vollkommen unfähig. In einer Falle war tatsächlich ein Einhorn, aber jemand hat es freigelassen. Das waren bestimmt die Elfen. Siehst du das, Gargona? Das ist das allerletzte Horn eines Einhorns, das ich noch besitze. Wenn es verbraucht ist, werde ich wieder alt und hässlich werden. Und du weißt, wie sehr ich es hasse, alt und hässlich zu sein. Ja, Eure Majestät. Und hör endlich auf, vor mir zu kriechen. Einen einzigen Befehl zu befolgen, Gargona. Bringe mir mehr Hörner von Einhörnern her. Bringe sie mir alle her. Da ist er ja. Der Berg der Elfen. Der Elfenpalast ist da oben. Na komm.
komm schon, schnell weiter. Darauf freue ich mich schon so lange. Wer versteckt sich da? Wo? Ich hab dir gesagt, dass sie eine Elfe ist. Schau dir die Ohren an. Wir haben sie hier noch nie gesehen. Kannst du mir sagen, wieso? Wer ist da? Hey, wer seid ihr? Und was habt ihr in Zentopia zu suchen? Und wo hast du das scharfe Kleid her? Nein, warte, Vorsicht, Yuko. Wir wissen ja nicht mal, wer sie ist. Ihr seid Elfen? Wirklich echte Elfen? Ich bin Mia, ich bin nur zu Besuch. Und ich will mich ja nicht einschmeicheln, aber ich habe immer davon geträumt, euch in echt zu treffen. Du hast von mir geträumt? Ist das wirklich wahr? Mo verhält sich nicht so wie ein Prinz. Aber er ist ganz sicher einer. Oh, ich meinte euch nicht persönlich, sondern Elfen im Allgemeinen. Du bist ein Prinz? Oh, das ist Lyria. Lyria? Woher kennst du denn ihren Namen? Sie hat ihn mir verraten. Ach, und kannst du mir sagen, wie sie ihn dir verraten hat? Nein, wir müssen doch nicht schon los, oder? Das sind Elfen, genau wie ich. Wow, du kannst sie verstehen? Das ist echt voll verrückt. Also ich glaube, der König, mein Vater, würde sich freuen, dich kennenzulernen. Wirklich? Ich soll den König der Elfen kennenlernen? So richtig im Elfenpalast? Jetzt sofort? Ich habe alles über den Elfenpalast gelesen. Und es gab auch ein Bild. Aber da ist aus Versehen Ketchup draufgekleckst und danach konnte man nichts mehr richtig erkennen. Was ist Ketchup? Kannst du mir sagen, warum wir uns vorher noch nie gesehen haben? Dich hätte ich bestimmt nicht vergessen. Ich komme von ziemlich weit her. Weiter als vom Schlund der giftigen Nebel? Also, ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich komme bestimmt von viel weiter her. Ich glaube, du fliegst nicht sehr gern. Kann das sein? Ich mag fliegen, mehr oder weniger. Aber ich laufe gern. Ich finde es schön, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Ich liebe es zu fliegen. Du, Mia, meinst du, dass du länger hier bleiben wirst? Kann sein. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich wieder von hier wegkomme. Reise doch einfach so zurück, wie du hergekommen bist. Ja, ist eine super Idee. Also ich finde, du könntest doch einfach hier bleiben, oder? Hör mal, wir wären viel schneller da, wenn wir fliegen würden. Komm schon, Mo, wir fliegen. Wo ist Lyria? Warum verschwindet sie einfach so? Einhörner sind komische Wesen. Sie werden sehr schnell nervös. Bei jedem. Nur eben bei dir nicht. Lyria! Sie könnte in Gefahr sein. Die Munkulusse sind unterwegs. Die wer? Lyria! Lyria! Komm, flieg mit uns! Sie kann jetzt schon über alle Berge sein. Wir müssen uns aufteilen. So können wir die Gegend besser absuchen. Ich flieg nach Westen. Yuko, du fliegst nach Osten. Nach Osten, alles klar. Hi, du fliegst nach Norden. In 10 Minuten kommst du zurück. Das mit dem Fliegen wirst du doch schaffen, oder? Na klar, alles kein Problem. Setz mich nur auf dem Feld. Oh, Flügel, ich habe Flügel. Ich hab's im Griff, alles bestens. Vielleicht hab ich's doch nicht im Griff. Oh. Du Jemine. Oh, Tadel. Da hilft man den Elfen einmal und schon glauben sie, sie könnten einfach so auf einen drauffallen, wenn es ihnen gerade so passt. Tut mir echt leid, aber ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bin überhaupt nicht hier. Ich bin überall zugleich, wie der Wind. Tadel. Lyria ist in Gefahr. Du musst doch wissen, wo sie ist. Trotzdem, wir sollen uns doch niemals einmischen. Du musst mich zu ihr bringen. Du musst es einfach. Du hast mich nie gesehen. Wir haben uns nie unterhalten. Ich war nicht hier. Verstanden? Verstanden. Also gut. Folge dem Klang des mystischen Liedes der Pane. Ach, kurzer Schnutz. Geh einfach da lang. Danke. Das werde ich dir nie vergessen. Da ist noch eins. Ihr bleibt hier und wartet auf mein Signal. Du entkommst mir sicher nicht. Lyria! Ha! Was? Vergiss es, Elfe! Lyria, pass auf! Kia! Dieses Einhorn gehört mir! Ja. Hä? Besonders wehrhaft bist du ja nicht für eine Elfe. Sie existieren nicht in meinem Buch. Was für ein Buch? Alle in Zentopia sind rücksichtsvoll und freundlich und erfüllt von Licht. Sie sind nichts von dem. Dein Buch klingt grauenhaft langweilig und jetzt geh mir aus dem Weg.
Wenn Sie Lyria auch nur ein Haar krümmen, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Na, hervorragend. Einen Augenblick dachte ich, es würde Baby leicht werden. Und das macht gar keinen Spaß. Yuko, da vorne! Ein richtig guter Treffer, Yuko. Danke. Du warst auch nicht schlecht. Für einen Jungen. Noch mehr Elfen? Das gefällt mir schon besser. Gargona! Wir haben es geschafft. Sie zieht sich zurück. Ich ziehe mich nicht zurück. Ich formiere mich neu. Das ist was völlig anderes. Lyria! Hau ab! Weg von hier! Geht's dir gut? Bin ich froh, dass ich rechtzeitig da war. Ist doch schon gut. Du kannst dir wirklich sicher sein, dass sie Freunde sind. Sie hat Dankeschön gesagt. Mia, ich bin davon überzeugt, dass du uns eine sehr große Hilfe sein wirst. Wenn du für uns mit den Einhörnern sprechen kannst, können wir ihnen besser helfen und sie beschützen. Ich will es versuchen. Wir sind richtig froh, dass wir dich getroffen haben. Ach, und da wir gerade davon sprechen, hier, sieh mal, ich habe ein Geschenk für dich. Ich erklär's dir, wenn du uns das nächste Mal brauchst, musst du nur den Schmetterling berühren. Einfach so, dann fangen unsere Ringe an zu blinken, siehst du? Und wenn du zweimal drauf tippst, so, dann führt dich der Schmetterling sofort zu uns. Bring mich zu Mia. Hast du's gesehen? Ich habe auch so einen. Sie sind sehr modisch und praktisch dazu. Wir nennen sie unsere Freundschaftsringe. Freundschaft, nichts weiter. Vielen Dank. Der Ring ist wunderschön. Wow, wo hast du den her? Das ist eine lange Geschichte. Nur warum blinkt er? Ups. Ich glaube, das heißt, ich muss gehen. Und ich habe noch nicht mal den Palast gesehen. Wow, das ist ja völlig irre. Was passiert denn jetzt? Ich komme wieder, das verspreche ich euch. Wo ist sie? Kannst du mir das erklären? Nein, das kann ich nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir sie sehr bald wiedersehen werden. Nein, nein, noch nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich bin Mia. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Also gut, Mia. Was ist los? Hast du dich nicht gewundert, wo ich die ganze Zeit war? Wo du warst? Wo solltest du denn in den 5 Minuten gewesen sein? 5 Minuten? Geht es dir gut, Mia? Ja, so gut wie lange nicht.